Hallo, meine Lieben. So, ich habe das heute genannt, wenn dieses Gefühl hochkommt, dass alles zu viel ist. Alles ist überwältigend. Wie kommen wir raus aus diesem Drama, ja, hin zur Gelassenheit? Und es gibt wirklich einen ganz einfachen Trick und den möchte ich heute kurz mit euch teilen. Und da geht es darum, uns selbst sozusagen von außen zu beobachten, als wären wir zwei verschiedene Personen. Die eine Person ist diejenige, die überwältigt ist, die andere Person ist diejenige, die beobachtet, dass wir überwältigt sind. Und das macht so viel mit uns, ja, weil wir können das. Also das möchte ich euch wirklich versichern, wir können das alle. Wir müssen nicht stecken bleiben in dieser Person, die überwältigt ist. Wir können wechseln in die Person, die beobachtet. Ja? Das hat so viel mit allem zu tun, mit unserem Bewusstsein, mit dem, was wir wirklich sind. Aber wir können es runterbrechen auf einen ganz einfachen Trick. Wir können das wirklich, unser Gehirn ist in der Lage zu sehen, ich kann beobachten. Ich kann beobachten, was ich gerade tue. Wir können unsere Gedanken bewusst verändern. Wir können tatsächlich auch bewusst verändern, wie wir uns fühlen. Aber die Voraussetzung ist immer, dass wir in eine andere Rolle schlüpfen müssen, in die Rolle des Beobachters. Das ist so wichtig. Ja, ihr könnt das. Probiert es aus. Bei dem nächsten komischen Gedanken, der hochkommt, bei dem toxischen Gedanken, bei einem negativen Gedanken, ihr denkt den, ihr fühlt euch davon überwältigt, dass so ist es, glaubt ihr. Und dann könnt ihr rausschlüpfen aus dem. Und in die Rolle des Beobachters gehen. Das ist wie sich tatsächlich zurückzunehmen, zu schauen, was tue ich gerade, wer bin ich gerade, was denke ich gerade. Und wenn wir das tun, und wir können das alle, das weiß ich. Ich habe gerade eine Gruppe laufen, das 21-Tage-Programm, da sind über 80 Leute dabei, die genau das jetzt tun, jeden Tag. Ja, 21 Tage lang. Und darüber hinaus werden sie es tun. Dieses Wissen zu haben. Ich kann zurücktreten aus dem, was ich glaube, was ich bin, und kann in die Beobachterrolle gehen und beobachten, was ich tue, was ich denke, was ich fühle, was ich wähle. Und in dem Moment, wenn wir das geschafft haben, und wir können es alle, können wir durchatmen und können sagen, was will ich stattdessen? Und dann können wir tatsächlich etwas anderes denken, etwas anderes fühlen und danach etwas anderes wählen. So einfach ist das. Ja? So, das wollte ich euch heute nur kurz sagen. Ich bin gerade so begeistert, was sich tut in dieser Gruppe. Und in dieser Gruppe geht es darum, dass wir begreifen, wie wir funktionieren, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir bewusst managen können, was wir denken, was wir fühlen, was wir wählen. Darum geht es, um Bewusstsein. Wenn alle Leute da draußen über Bewusstsein reden, was ist es tatsächlich? Es ist Gedankenmanagement. Es ist Gefühlsmanagement, es ist Wahlmanagement. Wir sind diejenigen, die tatsächlich wählen können, was wir denken, fühlen und wählen. Aber die Voraussetzung ist, dass wir rauskommen aus diesem Hamsterrad, in dem wir glauben, wir werden gedacht, wir werden gefühlt, wir werden gewählt. Und hineinkommen in die Beobachterrolle. Wir beobachten, was geschieht. Sobald wir in der Beobachterrolle sind, sind wir im Bewusstsein. Dann können wir sehen, was wir denken, fühlen und wählen. Und dann können wir entscheiden, was wir denken, fühlen und wählen wollen. Darum geht es doch, ja? Darum geht es. Im Endeffekt geht es darum, passiert das, was ich will, oder passiert das, was ich nicht will? Wenn passiert, was ich nicht will, bin ich nicht in der Beobachterrolle, bin ich nicht in der Wählerfunktion. Dann bin ich in der Rolle von alles geschieht mir. Und das ist, wo wir rauskommen müssen. In die Rolle von ich weiß, ich sehe, und jetzt will ich was verändern. So, mein nächstes 21-Tage-Programm beginnt am 7. Juni. Und da werde ich euch in 21 Tagen mit immer der gleichen Übung, die ich jeden Tag anders aufbaue, begleiten, um genau dieses Management eurer Gedanken, eurer Gefühle, eurer Wahlen zu ermöglichen. Ja? Es ist, diese Übung dauert jeden Abend 10 Minuten, 12, 13, 14 Minuten, wie auch immer. Ihr könnt sie jederzeit nachgucken, ihr könnt sie so oft machen, wie ihr wollt, mit jedem Glaubenssatz, mit jedem toxischen Gedanken. Aber
In dieser Gruppe werden wir 21 Tage zusammen sein und beim nächsten Programm geht es um Fülle in jeder Form. Ja? Fülle in Bezug auf Geld, Fülle in Bezug auf Liebe, Fülle in Bezug auf Freiheit. Dieses Gefühl von, ich kann wählen, dass ich das bekomme, was ich will. Und das ist Fülle. Ja? Das ist nicht dieses. Da gibt es einen Mangel und ich kriege nur entweder dies oder jenes, oder wenn ich das kriege, bekomme ich das nicht, oder wenn ich das habe, hat es ein anderer nicht, sondern es ist dieses Wissen, in das wir einsteigen, dass alles für uns verfügbar ist. Und was uns daran hindert, sind unsere Glaubenssätze und die werden wir verändern in diesen 21 nächsten Tagen, die am 7. Juni beginnen. So, ich poste den Link in den Kommentaren und hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen mit dieser Erklärung. Von entweder bin ich derjenige, der sich überwältigt fühlt, oder ich steige aus dem und gehe in die Beobachterposition. Und das ist für uns alle möglich. Probiert es aus. Nehmt euch morgen einen Gedanken, der euch immer wieder nervt, den ihr immer wieder denkt. Und tretet ganz bewusst in die Beobachterrolle. Das können wir. Ich muss euch nicht mal erklären, wie es geht. Ihr könnt quasi von außen zuschauen, was ihr denkt. Tretet in diese Beobachterrolle und dann fragt euch, will ich das denken? Wenn nicht, was will ich sonst denken? In diesem Moment, wo ihr das geschafft habt und ihr könnt es alle schaffen, werdet ihr sehen, dass ihr eine andere Wahl habt. Und damit beginnt es. Ja? So, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderbaren Abend. Wir sehen uns irgendwann irgendwo.